Willkommen bei unserem Außerferner Wochenblick, diesmal mit folgenden Themen: Reutener Wirtschaftsmeile, Halbjahresbilanz der ARA Flugrettung und Saisonende im Tennis. Vergangenes Wochenende fand die 5. Reutener Wirtschaftsmeile am Linz Textilareal statt. Über 120 Aussteller waren an den 3 Tagen dabei und zeigten ihre Produkte und Dienstleistungen den interessierten BesucherInnen. Messeobmann Wolfgang Winkler zeigte sich in einer ersten Bilanz mit dem Verlauf der Leistungsschau sehr zufrieden. Aufgrund des schönen Wetters war zeitweise nicht ganz so viel los, trotz allem kamen im Verlauf des Wochenendes viele Besucher, um die Messe zu besuchen. Das Rahmenprogramm bestehend aus einem Konzert der Militärmusik Tirol, einem Tanzwettbewerb, dem Frühshoppen und einer Blutspendeaktion des Roten Kreuzes lockte zum Besuch. Halbjahresbilanz der ARA Flugrettung. Die gemeinnützige ARA Flugrettung ist mit ihren 3 Notarzthubschraubern im ersten Halbjahr 2022 zu insgesamt 1.370 Einsätzen abgehoben. Das bedeutet gegenüber dem Jahr zuvor ein Plus von 440 Einsätzen. Noch nie zuvor waren unsere Helikopter im ersten Halbjahr öfter in der Luft, um Menschenleben zu retten, berichtet ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. Für den stellvertretenden Geschäftsführer der ARA Flugrettung, Andreas Grieser, gibt es im Wesentlichen 2 Gründe, die zu dieser signifikanten Zunahme an Rettungsflügen geführt haben. Einerseits gab es im vergangenen Winter wieder annähernd so viele Alpinunfälle wie in den Zeiten vor der Pandemie. Und andererseits werden unsere erweiterten Dienstzeiten von den Leitstellen immer häufiger in Anspruch genommen. So verzeichnen die Einsätze bei Dunkelheit gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2021 eine Zunahme von rund 50%. Während die notfallmedizinische Hilfe aus der Luft zahlenmäßig also kontinuierlich zunimmt, lässt die Unterstützung der öffentlichen Hand, die für die Zurverfügungstellung einer adäquaten notärztlichen Versorgung zuständig ist, tendenziell eher nach. Die beträchtlichen Kosten für die Ausweitung der Dienstzeiten, um auch bei Dunkelheit Menschenleben zu retten, sollen nur teilweise abgegolten werden und nach einer substanziellen Kompensation für die explodierenden Treibstoffpreise ist bis dato vollständig ausgeblieben, ärgert sich ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. Beim diesjährigen österreichweiten Wettbewerb Sachs Multi wurde Helene Agirdan aus der 6A des BRG Reute als siegreiche Preisträgerin im Rahmen einer großen Schlussveranstaltung im Wiener Rathaus ausgezeichnet. Eine klare Meinung einnehmen, den Mut, brisante Themen anzusprechen, von dem großen Publikum engagiert sprechen. Das bewies Helene Agirdan im österreichweiten Wettbewerb Sachs Multi, der unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen durchgeführt wurde. Die Idee dieses Wettbewerbs ist es, gesellschaftliche aktuelle Themen aus der Perspektive Jugendlicher in mehrsprachiger Form darzustellen. Dadurch wird Verständnis für das Anderssein geweckt, Respekt und Toleranz werden gefördert, Mehrsprachigkeit wird als große Chance und Bereicherung für eine kulturell bunte Gesellschaft verstanden. Unter dem Leitthema »Wer ist wir?« gelang es Helin mit Redebeiträgen zu den Themen politisches Engagement, meine Rechte, deine Rechte und Menschenrecht, Menschenwürde bis ins Bundesfinale vorzudringen. Mit ihrer engagierten und lebendigen Art zu heißen Themen eine klare Position zu beziehen, konnte Helin die Jury überzeugen. Am letzten Sonntag wurde sie im Wiener Rathaus dafür als Preisträgerin geehrt. Bezirkshauptmannschaft Reute schult Gemeinden für Krisen- und Katastrophenfall. Von den Funktionen einer behördlichen Einsatzleitung über die allgemeine Stabsarbeit bis hin zu den rechtlichen Grundlagen. Letzte Woche fand auf Initiative der BH Reute eine Informationsveranstaltung zum Thema Gemeindeeinsatzleitung statt. Zielgruppe waren BürgermeisterInnen, AmtsleiterInnen und weitere Mitglieder der Gemeindeeinsatzleitungen. Insgesamt haben sich 53 interessierte VertreterInnen aus 30 Gemeinden des Bezirks im Veranstaltungszentrum Breitenwang zusammengefunden. Wir sind im Bezirk Reute auf Krisen- und Katastrophenfälle gut vorbereitet. Das liegt einerseits an der guten Zusammenarbeit der Bezirkshauptmannschaft mit dem Land, den Gemeinden sowie allen Einsatzorganisationen. Andererseits sind auch laufende Vernetzungstreffen und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen ausschlaggebend, um im Ernstfall rasch und koordiniert agieren und reagieren zu können. Daher veranstalten wir für die Gemeinden laufende Schulungen zur Stabsarbeit in Krisen- und Katastrophenfällen, so die Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. Im Zentrum des Infonachmittages standen sowohl der Aufbau einer Gemeindeeinsatzleitung als auch die konkreten Aufgaben im Krisenfall.
Zudem wurden von den ExpertInnen der Bezirkshauptmannschaft die rechtlichen Grundlagen aus dem Krisen- und Katastrophenmanagementgesetz erläutert. Eine GEL setzt sich im Wesentlichen aus dem Leiter bzw. der Leiterin des Stabes und den verschiedenen Stabsstellen, wie beispielsweise das Personalwesen, die Einsatzführung oder die Kommunikation zusammen. Bei Bedarf können die jeweiligen Krisenstäbe um weitere Fachgruppen, wie etwa die Mitglieder der verschiedenen Einsatzorganisationen oder Sachverständige, erweitert werden. Wichtig ist, dass sich die Mitglieder der Einsatzleitung im Krisen- und Katastrophenfall ihrer Aufgaben bewusst sind und die Abläufe koordiniert sind. Jede und jeder sollte bestenfalls auf Knopfdruck wissen, was zu tun ist. Regelmäßige Schulungen und Übungen sind dabei das A und O einer guten Vorbereitung auf den Ernstfall. Das ist sowohl auf Landes- und Bezirksebene als auch auf Gemeindeebene wichtig, weiß auch Andreas Schautzki, Katastrophenschutzreferent der BH Reutte. Massenschlägerei in Reutte. Am 3.7. gegen 5.30 Uhr kam es in einem Lokal in Reutte vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Personengruppen mit großteils österreichischer Staatsbürgerschaft. Eine Personengruppe wurde von einem Security aus dem Lokal verwiesen. Die andere Personengruppe folgte ebenfalls nach draußen. Im Bereich des Eingangs kam es schließlich zu einer Rauferei zwischen mehreren beteiligten Personen. Vier Personen mussten anschließend im BKH Reutte behandelt werden. Motorradunfall am Hantenjoch. Ein 28-jähriger Motorradfahrer war am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr auf dem Hantenjoch in Richtung Elmen unterwegs, als er mit seinem Motorrad plötzlich auf einem Kanaldeckel im Kanzertaltunnel ins Rutschen kam. Er prallte daraufhin gegen den rechten Randstein und stürzte. Dabei touchierte er mit der rechten Schulter die Tunnelwand und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Mann wurde nach Erstversorgung von der Besatzung des Notarzthubschraubers ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Sport. Auch in den Tiroler Tennisligen ist am Wochenende die heurige Meisterschaft zu Ende gegangen. In der Herrenlandesliga 1 belegte TC Breitenwang mit 13:6 Punkten den zweiten Platz hinter Seefeld. In der entscheidenden Begegnung am vergangenen Sonntag mussten sich die Breitenwanger mit 2:7 Seefeld geschlagen geben. In der Bezirksliga 2 belegen der TC Ehrwald Platz 6 und der TC Weißenbach Platz 7. Und in der Bezirksliga 3 schließt der TC Pflach die Saison auf Platz 2 ab. Lechtal steht auf Platz 3, der SV Reutte Tennis finalisiert auf Platz 5 und Breitenwang 2 auf Platz 6. In der Damenlandesliga 1 belegt der TC Leermoos mit 14:6 Punkten den zweiten Platz hinter dem TI Innsbruck. Breitenwang steht auf Platz 7 und Tabellenletzter wird der TC Pflach. Und in der Bezirksliga können die Damen des SV Reutte mit dem ersten Tabellenplatz den Aufstieg in die Bezirksliga 1 feiern. Die Damen des TC Ehrwald stehen auf Platz 5 und konnten am letzten Spieltag am vergangenen Samstag den Meister Reutte noch etwas ärgern und gewannen sensationell mit 4:3. Vergangenen Sonntag fand die 10. Lech-Aschau-Challenge statt. Obmann Wolfgang Heißel, Leichtathletikbetreuer Sigurd Stütz und die beiden Sportler Alexander Heißel und Daniel Stütz bildeten das Team SC Breitenwang Parateam 1. Schwimmtrainerin Isolde Heißel und die Sportler Lieselotte Heiß, Florian Auer und Christian Thomsen traten als SCB Parateam 2 an. Den Sieg mit der besten Mittelzeit zu erreichen, war für die Sportler kein Anreiz. Vielmehr wollten sie versuchen, die vier Disziplinen Biken, Schwimmen, Walken und Laufen schnellstmöglich zu absolvieren. Besonders motiviert waren Alexander Heißel und Daniel Stütz, die wieder einmal vor heimischem Publikum antreten konnten. Das SCB Parateam 2 konnte mit einer Zeit von 53:52:16 Minuten die viertschnellste Zeit erreichen. Mit 47 Minuten, 9 Sekunden und 94 schaffte das SCB Parateam 1 die schnellste Zeit des Tages. Fußball. Nachdem die Saison in der Fußball-Landesliga zu Ende gegangen war, wurden nun beim SV Reutte drei Stammspieler verabschiedet. Langzeitkapitän Andreas Schütz, der über die Jahre ein fester Bestandteil des SV Reutte war, wird dem Verein auch zukünftig in einer Funktion zur Verfügung stehen. Mit Philipp Scheucher verliert der Verein einen charaktervollen und kampfstarken Spieler. Und Torhüter Emre Sahin wechselt in die Bayernliga zum TSV Kottern. Nachdem mit der jüngsten Mannschaft in der Liga und mit vorwiegend einheimischen Spielern der hervorragende vierte Platz erreicht wurde, war das Ziel nach den Abgängen der drei Stammspieler
einheimische Spieler zu verpflichten und damit den dünnen Kader zu stärken. Mit Rückkehrer Dominik Petsche nach dem kurzen Gastspiel bei der Union und den Verpflichtungen von Markus Schutti und Max Hoheneck von der Zugspitze sowie Heimkehrer Michael Grum von Lech Aschau wurde der Weg mit einheimischen Spielern konsequent fortgesetzt.